Ah, jetzt habe ich wieder Sound. So, willkommen zurück zu unserem... Graveyard Keeper. So, checken wir mal, mich hört. Ja. Gut. Warum ging denn der Sound jetzt schon wieder nicht kurz? Das verstehe ich gar nicht. Aber... Dann würde ich sagen, fliegen wir mal los. So. Das Spiel mache ich ein wenig leiser. So. 357,7 Tage habe ich in dem anderen schon gespielt und das andere ist 44,4. Das nehmen wir natürlich. Da sind wir das letzte Mal stehen geblieben. So. Twinken! Hier ist ein gewünschtes Game. Bam. Jawohl. So. Dun, dun, dun. Wo waren wir das letzte Mal stehen geblieben? Ich glaube, wir wollten in den Keller rein, ne? So. Jetzt könnte ich mit meinen Leuten ja mal wieder ein Battle Royale gönnen. Viel Glück an alle, die mitmachen beim Battle Royale! Irgendwie hört sich mein Hardview nicht mehr so an. So. Nee. Wow. Irgendwas ist hier nicht so richtig, wie es sein soll. So, was will Schlange? Was redet er mit uns? Nee, er will einen Schlüssel von uns. Den müssen wir ja noch herstellen. Aber dafür brauchen wir 3 Gläser, ne? So. So. Es ist eh gerade Nacht. Gehen wir mal zur Hexe. Vielleicht können wir ja bei ihr schon die Gläser kaufen, die wir brauchen. So. Wenn wir gerade dabei sind, können wir das auch gleich mitnehmen, das Erz. Oh, sie ist gar nicht da. Ah. Verzeihung. Weil es auch gerade jetzt natürlich hell werden muss. Ich mach das mal ein bisschen runter. Ich würde mich doch ein bisschen gerne lauter hören. Machen wir mal das Make-up-Gain hoch. Minimize. So. Yay! Gut. Ein Duell zwischen Chewington und Reaper Leech. Wer wird es gewinnen? Herzlichen Glückwunsch zum Gewinn des Battle Royals! Nices Game. So. Bum, 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 bum. Für den Esel haben wir auch noch 30 Karotten. Yay! Ist das Klatschen? Du da rein, du da rein, so. Falscher Knopf.
das Tagebuch des alten Wärters aus dem Kirchenkeller. Ah, okay. Sieht so komisch aus. Ich weiß nicht. Den müssen wir am Hexenhügel treffen. Du. Nein, du. Jawoll. Jetzt kommen wir da schon wieder näher hin. Sir? Yes. What happened? What do you want? No, I don't have money for you. Studiere den Schlüssel und öffne das Metalltor. Ja, aber geht ja noch nicht. Gib ihm 12 Karotten. Was ist das denn für ein Viech? Erkenne ich gar nicht. 12 Karotten, 12 Kohlköpfe und 12 Rüben. Nicht heute, das war gestern. Wen haben wir denn noch? Erreiche 30 auf dem Friedhof, erreiche 20 in der Kirche, bring dem Bischof 4 gute Fischfilets. Beweise, dass man sich mit dir unterhalten sollte. Mit dir. Schaffe und verschicke das. Ja gut, das ist nichts. Erfinde 10 Papier und ein Tinte. Sechs Motten. Wir können doch nicht mal Fleisch verkaufen. Das ist Stuhl-TV, kenne ich nicht. Stuhl-TV kenne ich nicht. Ist das TV, den man sich beim Stuhlen anschaut oder was? Nein, ich habe das Siegel noch nicht. Ich kann mir das Siegel entweder holen mit sehr viel Gold. Oder durch Schlange. Achso, wenn der Gronkh weg ist, ist dann Stuhl-TV, alles klar. Und dann läuft nur Stuhl oder wie? Wollte ich jetzt noch hier? Irgendwas wollte ich hier noch. Drum kann er sich auch nie wieder in einen anderen Stuhl. Ah, alles klar. Okay. Ja, gut, wir können jetzt hier eigentlich nichts machen. Ah. Ich habe gar nicht gewusst, dass ich mit dir reden kann. Krass. Wir brauchen Glas. Ja klar, verstehe ich schon. Das verstehe ich schon. Jetzt nehmen wir mal diesen Pilz hier mit. Ah, wir brauchen eine Technologie. Haben wir hier oben was wir tun können? Dann können wir die Dinge mitnehmen. Ich hätte mir in der Pause eigentlich auch mein Trinken auffüllen können. Das habe ich auch nicht gemacht. Blöd. So was passiert halt, wenn man einfach ohne Nachdenken alles macht. Moment. Wieso stehen hier eigentlich keine Wachen? Hier stehen eigentlich immer Wachen. Kannst du das auch dann, wenn genug Leute denselben Emote schicken, dass er dann über den Bildschirm hüpft? Ich glaube, jetzt geht's noch nicht. Aber wenn ich mich da reinlese und wüsste, wie ich das aktiviere, geht das dann, glaube ich, schon. Es gibt ja auch so Sachen wie, wenn einer das erste Mal in den Chat schreibt, dass die Nachricht hier im Bildschirm aufploppt und so. Sowas habe ich alles noch nicht eingebaut. Steht aber definitely auf meiner To-Do. Sowas einzubauen. So quasi die erste Nachricht im Chat für wenn neue Leute oder so schreiben, dann zack. Wird die irgendwie so extra eingeblendet oder dass die Leute... Jetzt sagen wir mal mit Kanalpunkten, Kameraeffekte für meine Kamera an- und ausschalten können.
Solche Spielereien habe ich schon mal ein bisschen reingelesen, aber habe noch nichts eingebaut. Weil ich auch nicht weiß, ob der Laptop das packt. Denke, das braucht dann auch viel Rechenleistung, weil wir auch, wenn es zu viel wird, seine. Ja, ist glaube ich auch. Das kann ich mir auch vorstellen. Ja, jetzt haben wir hier nichts zum Reparieren da. Aber so Kameraeffekte und alles will ich alles irgendwann mal einbauen. Einfach um den Stream ein bisschen aufzupeppen. Wieder zwei. Das ist schön. Ein Stein haben wir. Hier ist noch nichts bereit, geerntet zu werden. Alles gleich, bis gleich. Oh, jetzt ist es schon wieder fast hell. Jetzt brauche ich auch nicht mehr zu Ding gehen. Vielleicht schafft man es ja doch noch. Jetzt ist er gerade Pipi. Ich bin mir sicher, er meint Book of Boba Fett. Aber nein, habe ich nicht. Ich habe nicht mal den Mandalorian fertig geguckt. Na, ja, ist ja klar. Es wird wieder eigentlich hell und sie ist schon wieder fort. Ist ja klar. Nun gehen wir schlafen. Noch 5. Oh. Ist der Händler da? Ich glaube, der hat Kürbisse. Nee, was ist denn das für ein Tag? Ach, ich weiß es. Dieser Tag hier. Sorry, also yay oder nay? Meinst du Book of Boba Fett? Aber Vergebung ist es wert. Dieses Mal sollte das Verbrennen perfekt werden. Wir müssen beweisen, dass kein Hexer unsere Rechenschaft heute kommt. Nay. Wir müssen hier noch ein paar Vorbereitungen treffen. Du kannst der Heiligen Inquisition helfen. Wir brauchen Brennholz für ein schönes warmes Feuerchen und so viele Flugblätter, wie du bekommen kannst. Okay. Ich warte auf dich, die Hexe läuft uns ja nicht weg. Sobald wir alles haben, verbrennen wir sie. Nein, habe ich nicht. Weil mich Boba Fett nicht interessiert. Was will ich jetzt hier damit?
schon wieder da? Alles wieder da? Ja, gut, ist er. Was ist da schon wieder los? Technik will mich heute echt verarschen. Also, wie gesagt, ich habe nicht mal The Mandalorian fertig geguckt, weil mich irgendwann das Interesse verloren hat. Ich fand halt das einfach nicht so gut. Anfangs ja, irgendwann nicht. Hat mich einfach da nicht abgeholt. Und Boba Fett hat mich noch nie interessiert. Deswegen schaue ich mir den noch nicht an. Das habe ich auch nicht geschaut. Der war kacke. Aber der Boba Fett ist nice. Ist witzig. Ja, aber ich habe heute zum Beispiel ein Video so angeguckt. Da wurde das mal kurz thematisiert. Es ging um die Helme. In Star Wars, dass die eigentlich unnütz sind. Und... ja, das war's. Das weiß ich, dass du das nicht bist. Allgemein. Ja, auf jeden Fall in dem Video, dass die Helme eigentlich in Star Wars unnötig sind. Manchmal zischen sie, manchmal nicht. Und es gibt die Kabelverbindungen. Warum sollen sie dann zischen? Und so weiter und so fort. Und die Helme sind auch teilweise gar nicht ausgebaut, haben gar keine Technik drin und so weiter und so fort. Und da ging es eigentlich darum, auch dass er hat gesagt, ja, Boba Fett entkommt mit seiner Rüstung dem Sarlacc. Und fliegt 5 Minuten später mit seinem Raumschiff rein, um seine Rüstung zu suchen. Macht jetzt logisch nicht so viel Sinn. Verbrennen können wir noch nicht, gell? Okay, das soll mir sagen, dass es gut ist. Ja, vielleicht werde ich mal reinschauen. Aber wie gesagt, Boba Fett mag ich eigentlich nicht. Die Figur mag ich schon nicht. Ja, wo kriege ich Wissenschaft her, du Bastard? Wo kriege ich Wissenschaft her? Was ist, wenn ich einen Glaube reinlege? Habe ich einen Glaube? Oh Gott. Na, zu der Zeit hatte er seine Rüstung noch nicht. Die wurde ihm gestohlen von den komischen Mini-Viechern. Dann hat er in dem Vieh geschaut, ob das eine Rüstung ist. Also da nicht war. Also zum Bazar und hat sich durchgefragt. Alles klar. Ah. Also er kam mit Rüstung und sie wurde ihm dann geklaut, okay. Wieso ist das dem Typen, der das Video gemacht hat, nicht aufgefallen? Graveyard Keeper Wissenschaft. Wo kriege ich die jetzt nochmal her? Wissenschaft ist eine Ressource, die man verbraucht, indem man etwas am Arbeitstisch untersucht. Das ist nicht etwas, das man richtig als Gegenstand besitzt. Es wird ähnlich wie bei einer... Ah ja, okay. So, das war jetzt eine Wissenschaft. Gut. Und dadurch haben wir, also, haben wir jetzt 4 gekriegt. Jetzt brauchen wir noch was. Äftel hat der was durcheinander gebracht von der Zeit her. Da ist nämlich mal Gegenwart mal ver... Das könnte vielleicht möglich sein, dass das vielleicht passiert ist. Nehmen wir mit.
Ja, den Glauben da oben nehmen wir jetzt auch nochmal mit. Alles mitnehmen. Oder aber ich hab's nicht gecheckt. Okay. Könnte auch möglich sein. Könnte auch möglich sein. Man weiß es nicht. Wir werden es wahrscheinlich auch nie erfahren. Weg, 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 weg. Habe aber die ersten 4 Folgen in einem gebingt. Okay, das ist nicht schlecht. Für deine Verhältnisse ist das gut. So, wo ist der Schlüssel? Zack. Und untersuchen. Oh. Boom. Boom. Wir können Leichen verbrennen. Sie doch mal mit. Eine Kiste haben wir schon. Okay, wir brauchen Holz. Das kriege ich zwar nicht hier, aber hier geht es mir auf den Sack. Aber wieso sollte ich dann zu meiner Schlussfolgerung kommen? Bin mir halt jetzt auch nicht mehr sicher. Aber für mich hat das alles Sinn ergeben. Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das nicht so ein krasser Fehler passiert. Ich kann mir das schon vorstellen, dass so ein Fehler passiert. Man siehe Episode 8. Das ist der größte Fehler, den Disney je passiert ist. Gefolgt von Episode 2, der schlechteste Star Wars Film. Meiner Meinung nach. So. Wieso steht da immer noch Leiche 1 von 1? Die liegt doch hier. So. Oh, das Ding braucht genau 8, okay. Zack, und weg mit dir. Und brenn! Brenn, du Sau! Brenn! Ich mache ja meine eigene Hexenverbrennung. Das Salz lasse ich mal da, die Asche jetzt auch. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis es... Warte mal, nee. Warte mal. Zack. Leuchtturm. Handeln. Er verkauft mir nicht das, was ich will. Und der andere will 10 Motten von mir, die ich auch noch nicht habe. Kann ich überhaupt schon Motten sammeln? Nee, kann ich eben nicht. Du hast auch keine Gläser, ne? Aber er hat Hanf. Er hat Hanf. Aber den kann man leider nicht rauchen. Jetzt kannst du zuschauen, wie bei allen anderen die Zuschauer runtergehen. Der Kronk ist live. Naja, ich habe bloß 6 Zuschauer. Achso, wie bei allen anderen die Zuschauer runtergehen. Ja, das könnte wohl möglich sein. Bei mir wird es nicht runtergehen. Dafür habe ich zu wenig.
Das ist aber nett. So. Es wird dunkel. Und wir haben unsere nächste Leiche da. Da schallen. Machen wir es doch gleich so. Du kannst gleich mal ein paar weitere machen. Wir haben Wärterschlüssel und aktiver Schlüssel. Jetzt kriege ich mein Essen wieder hergestellt. Ich stelle es wieder weg. Dass es mir überhaupt schon fertig macht. Der ist noch nicht mal da, nur Forscherbild und sind schon knapp 5.000 Leute da und hat schon eine Herbatrain Stufe 3. So krank. Ja, das ist... So ist das. Das werde ich nie erreichen. Ist auch gar nicht mein Ziel. Glaube ich, denke ich. Weiß ich nicht. Aber es ist schon wirklich krank. Da hast du recht. Da? Nee, ist noch nicht da. Oh Mann. Ja gut, da macht er halt auch schon seit als erster quasi gefühlt. Ja. True. That is true, my friend. Aber 5.000 Leute, die ihm zuschauen, nur beim Vorschaubild, das ist schon übel. Eine Hype Train Stufe 3 already. So. Stufe 3 und 59%. That's sick, my friend. So. Komm, hier, nimm die mal. Ich hätte mir das ganze Eisen erstmal mitnehmen sollen, bevor ich hierher switch. Da, der Astrologe verzipft sich auch wieder. Der geht da runter. Da kann man zur Stadt gehen. Irgendwann kriegt man die Erlaubnis, dass man da hingeht. Empfehle ich niemanden. Kommt ein Blitz, der dich tötet. Der Bischof ist auch schon unterwegs. Was? Echt, oder? Das ist krass. Ja, Brutzel, was? Du denkst, ja, ich kann da durchgehen. Er macht die Schranke hoch, weißt du? Ich gehe durch. War ich gegrillt. Tot. Denke, wow. Aber du kannst nicht wirklich sterben in dem Spiel. Das geht nicht. Ich nehme mal alles mit, was ich an Eisen jetzt habe. Das verchecke ich jetzt. An den Schmied. Weil der hat einen Kessel. Das Dorf ist sicher. Schön für dich. Dunkel, sonst ist er nicht da. Geiler Scheiß.